Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Wir befinden uns in Modern Warfare 3 und wir spielen das Finale von Premium Sennheiser. Es sind leider nicht alle anwesend und zwar fehlen drei Leute. Komischerweise habe ich irgendwie sogar einen zu viel irgendwie dabei gehabt, aber so klappte das ja. Und es geht heute um ein Sennheiser-Headset und zwar das 363D. Da möchte ich auch kurz ein bisschen was zu erzählen, weil das ist ja auch der Sponsor von der Geschichte. Das Ding hat wirklich einen super Klang, hat ein 7.1 Virtual Surround Sound und das ist eine extra Soundkarte, die sozusagen zwischen Headset und deinem PC dazwischen geschaltet ist. Man kann es ausschalten ohne Probleme. Es hat von der Bauweise her an den Seiten Aluminium-Lüftungen, so dass dein Ohr gekühlt wird, was ich generell selber ganz gut finde. Ich kann es leider nicht tragen, weil es einfach das Ohr komplett umschließt. Man hört aber trotz alledem seine eigene Stimme. Es wird aber von den Außengeräuschen gedämpft. Ja? Das, was wirklich außergewöhnlich gut ist, ist das Mikrofon, weil es ist ein Großmembranmikrofon. Und tut auch die Außengeräusche rausfiltern und es hat einfach einen super Sound, ob man nur Aufnahmen macht oder halt im Teamspeak ist. Das ist einfach eine feine Sache. Dafür bedanke ich mich erstmal recht herzlich, dass Sennheiser uns sowas so zur Verfügung stellt, damit ich sowas an euch weitergeben kann bzw. ausspielen kann. Heute geht es alleinig um den Spaß. Es geht nicht um ein Gewinnspiel. Das möchte ich nochmal klar ausdrücken. Darum geht es nie. Es ist nur ein kleiner Zusatz, dass derjenige, der am Ende übrig bleibt, ein kleines Geschenk bekommt. Mehr ist es nicht. Deswegen nehmt es nicht so genau. Ich weiß, ich mache selber auch Fehler. Das tut mir dann auch irgendwo leid. Aber um das Ganze nicht zu verkomplizieren, gibt es einfach die Regel, dass ich grundsätzlich recht habe. Das bedeutet, seid ihr tot, egal aus welchen Gründen, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, dann ist es halt so, dann seid ihr tot. Weil in dem Moment, wo der Schuss fällt und ihr seid tot, ist es gerechtfertigt und ihr seid aus dem Spiel raus. Das ist nun mal so bei Pink Panther, der ist unfair und wird auch immer so bleiben. Sonst könnte ich mich immer damit rumschlagen, dass irgendeiner eine Wildcard hat, den ich dann raussuchen muss oder sonst irgendetwas. Ja, deswegen verzeiht mir, wenn ich Fehler mache, aber ihr müsst es hinnehmen. Ich erkläre jetzt nochmal die Regeln. Pink Panther sagt, ist ein Befehl. Der Folgebefehl sollte innerhalb des gleichen Atemzuges, / 3 Sekunden kommen. Dann führt ihn aus. Dauert es länger oder es ist nicht im gleichen Atemzug, führt ihn nicht aus, denn es führt zum Tod. Die Grundstellung ist stehend und mich anschauend. Und nur durch den Befehl, Pink Panther sagt, wird es entweder ganz oder teilweise aufgehoben. Ihr solltet ja eigentlich Profis sein, denn ihr habt ja immerhin es geschafft, ein Spiel komplett zu überleben und jetzt hier im Finale zu stehen. Nun denn, das Finale hat begonnen. Pink Panther sagt, hockt euch hin. Pink Panther sagt, bleibt hocken und dreht euch um 90 Grad nach rechts. Pink Panther. Sind meines Erachtens nach keine 90 Grad gewesen. Pink Panther sagt, bleibt in der Richtung und legt euch hin. Hey. So. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar ist es der Mr. Tiny, oder wer ist jetzt gestorben durch das Messern? Ja, ich. Du hast jetzt die Wahl. Bunnyline spielt jetzt weiter. Wenn sie gewinnt, hast du das Headset gewonnen. Oder Bunnyline stirbt. Die Wahl ist nicht groß, ne? Ja.
Was willst du? Ja. Genaue Antwort. Wirkt sie halt. Sie stirbt. Okay. Dann Pink Panther sagt, Bunnyline, komm, stell dich mal neben mich. Okay. Dann alle mal aufstehen und Bunnyline angucken. Pink Panther sagt, German Wolf, kannst dich gleich daneben stellen. Nein. Doch. Pink Panther sagt, aufstehen und die beiden anschauen. Pink Panther sagt, zielt auf einen der beiden. Ein Schuss. Okay. Pink Panther sagt, zielt auf die Mitte von dem German Wolf. Also ihr wisst, welche Mitte Das ich bin ich. meine. Ja? Pink Panther sagt, schieß! Nein. Doch. Okay. Nachladen. Sehr gut gemacht. Pink Panther sagt, nachladen. Sehr schön. Pink Panther sagt, folgt mir. Ah. Haben Sie mich erwischt? Okay. So, da haben wir eine Leiter. So, Pink Panther sagt, stellt euch an die Wände. Die kommen nicht rein, die sind zu fett. So, na gut. Ich zähle gleich runter von drei. Bei der 1 solltet ihr so schnell wie möglich die Leiter nach oben klettern. Ihr dürft nicht auf der Leiter stehen bleiben, denn der Letzte, der auf der Leiter drauf ist, der stirbt. Warum komme ich hier nicht durch? Bin ich auch zu fett? Von daher, 3, 2, 1. 1? Nein? Okay. Dann, Pink Panther sagt, der Letzte, der noch auf der Leiter ist, stirbt. Ja, es dauert ein bisschen länger, bis es verstanden haben, aber es geht. Da sind zwei, die wollen irgendwie nicht. Kann auch nicht zurück. Kommst du nicht vor, nicht zurück? Unten drunter durchkriechen geht auch nicht. Ja, ihr beiden müsst euch jetzt irgendwie einig werden. Ja, da, der hat sich jetzt durchgestrengelt. Der hat es auch geschafft. Der auch. Der auch. Aber er nicht. Oh, jetzt habe ich ihn angehittet. Wer war das? Wer von euch beide war das jetzt? Der Bruchgamer. Bruchgamer? Bruchgamer, spring mal runter. Spring. Dann helfe ich dir. Okay. Nein. Nein. So. Pink Panther sagt, der Letzte, der bei mir ist, stirbt. Na, jetzt springen. Der hat's geschafft, der hat's geschafft, der hat's geschafft, der hat's geschafft. Block doch mal nicht. Geht einer von euch zurück. Wie keiner irgendwie. Ja. Jetzt wird's spannend. Er ist da. So, einer fehlt. Boah, sag Gott sei Dank. Einer fehlt. Und wieder nach oben gucken, ja. Pink Panther sagt, schaut in alle drei Richtungen und wenn derjenige dann hier reinlaufen will, dann erschießt ihn. Wie sie sich jetzt verstecken. Es ist ja krass. Na gut. Pink Panther sagt, der Letzte, der jetzt nicht hier ist, der kommt mal bitte zu mir. Wen haben wir denn jetzt hier alle? Gaming?
Bad Kenny, das Gehirn, Dracohelix, Calibra, Vecchi, Elvato, Bedzock. Und wer fehlt dann jetzt? Das Gehirn. Ich bin hier. Wo? Ach, da hinten. Bedzock haben wir hier, Calibra, Dice. Ich hab grad den Zuschauer geschaut. Ich bin hier. Bad Kenny, Gaming, Vecchi. Wer ist denn jetzt eben zuletzt dann reingekommen? Setzt euch mal hin, das geht jetzt hier mal so nicht. Pink Panther sagt. Pink Panther sagt, ihr müsst diesen Weg gehen. Der letzte, der in diesen Raum reinläuft, ist tot. Machen wir es halt nochmal. Ja, ihr müsst den Weg gehen. Der ist da. Ja. Bitte? Was ist passiert? Nix ist passiert. Sehr schön. So, Pink Panther sagt, stellt euch mir gegenüber an die Wand. Wo geht? Pink Panther sagt, sucht euch einen Partner. Nun komm, es geht doch auf Kinos. So. Pink Panther sagt, werft euer Messer. Tag. Sehr schön. Es hat eine Weile gedauert, aber es hat geklappt. So, drei Leute jetzt noch. Pink Panther sagt, hebt euer Messer auf. Wow. Sehr gut. Ich habe jetzt gedacht, dass einer schon sein Messer aufgehoben hat. So, dann kommt mal zu mir und bildet ein Dreieck des Todes. Pink Panther sagt, kommt zu mir. Pink Panther sagt, bildet das Dreieck des Todes. Okay. So. Wir machen das jetzt noch anders da. Und zwar, Pink Panther sagt, schaut aus dem Dreieck raus. Das heißt, ihr müsst dem Rücken, wer im Gott immer, hört bitte auf, an deinem Headset rumzufummeln oder was du auch immer da tust. Dracohelix umdrehen, genau. So, ich zähle jetzt bis von 3 runter auf die 1. Dann dreht ihr euch um und wirft auf einen von den beiden, die euch sozusagen den gegenüberstehendes Messer. Ja? Also, Pink Panther sagt, bei der Zahl 1 drehst du dich um und wirfst auf einen von den beiden das Messer. Du darfst aber nur in dem Sinne einen angucken und sofort werfen. Pink Panther sagt, 3, 2, 1. Oh, den wollten sie raushaben, den Dracohelix. Es kann sein, dass ihr den gar nicht gemocht habt, ja? Okay, Pink Panther sagt, stellt euch mir gegenüber hier an das Tor. Okay, ich werde jetzt gleich eine Kiste dahin werfen. Wer von euch möchte die Kiste dann nehmen? Bedzock oder Bad Kenny? Wer von euch möchte die Kiste? Ich möchte sie nehmen. Wer hat das gesagt? Bedzock. Okay. Bad Kenny, möchtest du sie? Ja. Okay. Dann haben wir jetzt gleich eine Entscheidung. Sollte das, was in dieser Kiste ist, dir helfen, dann hast du gewonnen. Nun denn, dann geh und hol dir deine Kiste. Pink Panther sagt, geh zu deiner Kiste, kannst du dir jetzt nehmen. Warum geht ihr jetzt beide dahin? Oh ja, dann lassen wir sie mal. Das war's. Ich wusste. Ja. Ich wusste. So, von daher, herzlichen Glückwunsch, Bedzock. Du hast tatsächlich das Sennheiser Headset 363D gewonnen. Hast du noch dein Messer?
Nein. Nein? Dann nimm meins. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und herzlichen Glückwunsch. Ja! Lacker. Glückwunsch, viel Spaß. Glückwunsch. Aber man hat richtig, also ich muss mal sagen, man hat richtig die Anspannung gemerkt. Also man konnte euch kaum aus der Reserve locken irgendwie. Das ist schon echt heftig. So, und derjenige, der jetzt irgendwie zu Unrecht gestorben ist, der wird von mir dann auch noch was bekommen. Von daher, haut's drin! Tschüssi! Tschüss! Gaming Comedy, wie ich es mag. Pink Panther sagt oder Pink Panther fragt. Oder suchen und verstecken Battlefield 3. Bisschen COD, dann sind wir alle bereit. Pink Panther sagt, Pink Panther fragt.